Hi, hier ist der Frank vom footblog-hamburg.de. Ich habe heute mal meine Kommandantin mit wieder am Start. Wir wollen heute einen Kuchen backen, aber vorab machen wir noch mal wieder einen richtig guten Kaffee, weil ihr wollt immer sehen, wie ich meinen Kaffee mache. Jetzt zeige ich es euch auch noch mal im Genauen. Letztes Mal habe ich euch meinen Mokka-Kocher von Steinzeit gezeigt. Den zeige ich euch noch mal. Und dieses Mal haben wir einen anderen am Start. Der hier ist jetzt mittlerweile schon auseinandergebaut. Dahinter habe ich noch ein bisschen meine Wasserflasche stehen. Das benutzen wir auch gleich. Meine Kommandante ist auch da. Diesen Mokka-Kocher habe ich jetzt seit gut einem Jahr oder anderthalb Jahren im Betrieb. Wir gebrauchen für diesen Kaffeekocher 300 Milliliter Wasser. Die kommen hier hinein. Nicht höher als dieses Ventil, was hier an der Seite ist. Ich fülle das hier mal eben ein. So, dann gebrauchen wir natürlich auch Kaffee. Der kommt hier in dieses Teil hinein gleich. Und dafür brauchen wir 28 Gramm. Ich habe auf meiner Kommandante, das ist eine, die ist ausgerüstet mit Red Click. Sprich, ich habe diesen Red Dot Satz mir gekauft, habe den hier unten eingebaut. Da habe ich 30 Klicks. Wenn du eine Standard, eine Kommandante hast, brauchst du noch 15. Jetzt tun wir hier in mein Gläschen von meiner Kommandante 28 Gramm Kaffee. Also jetzt 28,3, das ist aber völlig okay. Dann nehmen wir uns den Kaffee da runter, tun die Kommandante hier oben drauf, drehen das Ganze. Damit ist der Kaffee hier in der Kommandante drin. Nehmen das Glas ab, schrauben das Glas unten drunter und tun die Kurbel oben drauf. Ich mahle jetzt den Kaffee eben schnell. Jetzt sind wir auch gleich durch mit dem Mahlen. Finito. Sehr schön. Dann nehmen wir das Gefäß ab. Und da ist er. Dann nehme ich mir mein Gefäß, wo das rein muss. Ich weiß gar nicht, wie sich das Teil nennt. Dann drehen wir das um. Und da ist der Kaffee drin. Dann einmal glatt streichen, nicht verdichten. Wir sind hier nicht an der Espressomaschine. Wunderbar. Dann nehmen wir uns den Mokka-Kocher weiter nach vorne, tun den Einsatz da hinein und schrauben ihn zu. Das war's. Jetzt kommt er auf mein Induktionsfeld und dann kochen wir ihn. So, Induktionsfeld an. Power. Den Kaffee oben drauf. Und go. Man hört es schon, man sieht es, wie hier der Rauch rauskommt. Jetzt ist sie dabei aufzubrühen und ist gleich fertig. Ready. Meine Mutter freut sich schon drauf, ich auch. Jetzt gibt es einen richtig geilen, schönen Mokka für uns beide. Dann sind wir gleich fit und ich kann mich gleich hinstellen. Aua, das war heiß. Und kann mich gleich hinstellen und euch meinen neuen Kuchen zeigen, den ich machen will. Und zwar will ich heute einen Birnenkuchen machen. Wieder in meiner... Shit. Wieder in meiner Lieblingspfanne hier. Das kommt jetzt direkt nach unserem Kaffee. Geht sofort weiter. So ein Kaffee ist natürlich immer geil.
wenn ich hier in Grömitz bin, ich trinke ja eigentlich Kaffee mit Milch und Zucker. Jetzt habe ich da so ein bisschen Milchmädchen mehr reingetan. Ich finde dieses Zeug ja so geil. Den mit diesem Mokka zusammen, das ist so ein Genuss. Ich liebe das ja über ohne Ende. Mmh. So geil. Übrigens habt ihr schon unseren Gyros-Burger geguckt. Hat es hier vorgegeben. Müsst ihr euch unbedingt angucken. So geil. Ich finde diesen Burger ja so klasse. Also, oh, naja, egal. Ich mache jetzt unseren Kuchen. Schön mit Birne diesmal. Jetzt werde ich einmal kurz diese Birne schälen. Dann kommt die in die Pfanne mit ein bisschen Butter und mit ein bisschen Zucker. Und dann werde ich das Ganze so einen Hauch andünsten. Aber wirklich nur einen Hauch. Dann machen wir zusammen den Teig. Dann kommt der da rein. Dann werde ich die Birne da rein versenken. Weil die unten drauf zu legen, glaube ich, ist nicht gut. Die verbrennt die mir sofort. Und dann backen wir den. Auf geht's. Auf wie geht's. Die Birne werden wir verwenden, aber erstmal einen Schluck Kaffee. Du hast da aber noch einen Zettel dran. Ja, da ist noch ein Zettel dran. Aber der Zettel interessiert uns nicht, glaube ich. Ich werde jetzt vorsichtig diese Birne schälen. So. Ihr seht gar nicht, doch ihr könnt sehen, hier unten ist das alles voll. Ich sehe das schon. Du auch. Der ist da untertropft. Okay. Das ist ja unwahrscheinlich. Ja. Das habe ich nicht erwartet. Ich auch nicht. So. Darum habe ich sie auch nicht gegessen. Wer hätte es ja tun können. Ich habe gedacht, diese Art ist so eine harte Birne, will ich nicht essen. Siehst du, so eine harte Birne will ich auch nicht essen. Ich schneide die jetzt einfach so auf. Nein, doch. So, Nummer 1. 2. Und dann werde ich die gleich da das Kerngehäuse noch rausnehmen und hier vorne das wegnehmen. Wartet mal. So geht das auch super. Da ist das Kerngehäuse, das tun wir weg und das kommt im Mund. Mmh. Ihr wisst gar nicht, wie geil das ist. So, ich muss hier mal eben umbauen und dann geht es gleich weiter. Ich habe mein Induktionsfeld hier angemacht. Kaum ist es an, schon geht das hier wieder mit Wind los. Ist doch nicht zu glauben. Ich tue da jetzt ein bisschen Butter rein. Ich habe jetzt meinen Induktionsfeld hier an, meine Pfanne ist hier drin. Ich habe da jetzt ein bisschen Butter reingetan. Und jetzt nehme ich mir hier meine Birne und tue die jetzt hier rein. Ich fahre jetzt einfach mal das Feld so weit runter, wie ich kann. Weil es wäre blöd, wenn das so hoch ist. Oh, ist die rutschig. Ey, du rutschige Birne, lass das. Das nervt. So. Sehr schön. Einer geht noch. Klasse. Terre Zucker. Jetzt tun wir da ein bisschen Zucker rüber, damit es noch süßer wird. Ne, wir wollen das so ein bisschen ankaramellisieren. Aber nur so ein bisschen. So ein ganz bisschen auch nur. Dann brauche ich mal einen Teller, wo ich das gleich drauf packe. Ich habe mir jetzt schön meine Fernbedienung mit Zuckerfingern eingesaut. Wie dumm. So, jetzt tue ich mir meine Birne hier auf den Teller. Und da lassen wir die jetzt einen Augenblick liegen. Es wird nachher alles angeklebt sein, aber das Problem werden wir halt haben. Und jetzt machen wir eben schnell den Teig. So, ich stelle mal meinen Teil hier oben hin. Das ist nicht heiß, nee. Ist ja Induktion, kann nicht heiß sein. So, ich tue jetzt hier mal eben zwei Eier rein, aber ich habe euch noch gar nicht erzählt, was da überhaupt schon alles drin ist. Da drin ist schon Mehl, Zucker, Öl. Genauen Mengen könnt ihr unten, die Description Box ist ein File, ein PDF-File. Da steht genauestens drin, was ihr an Mengen braucht. Und da steht auch eine komplette Anleitung, wie man den Kuchen backt drin. Ich habe jetzt hier ein bisschen Backpulver. Da tun wir zwei Teelöffel von rein. So, das sind zwei Teelöffel.
Dann habe ich hier noch so ein bisschen Bourbon-Vanille, Zucker. Die habe ich die letzten Male da auch reingetan. Schmeckt ultra gut damit. Den tun wir auch noch dazu. Dann nehme ich mir mein Schneebesen und versuche das mal so ein bisschen aufzuschlagen, was mir natürlich nicht gelingen wird, weil da nicht genügend Flüssigkeit drin ist, weil das Öl und die zwei Eier alleine reichen dafür definitiv nicht aus. Das ist natürlich so viel zu fest. Das muss sein wie ein guter Pfannkuchenteig. Ich tue da jetzt mal ein bisschen Milch zu. Wie gesagt, Mengen findet ihr unten. Ihr seid doch auch alle eine gute Küchenfee, so wie ich auch. Ja, ich bin die gute Küchenfee. Und das sollte überhaupt kein Problem sein für euch, einen Teig zu basteln, der schon so in etwa ist wie der hier, den ich jetzt hier schon habe. Guck mal, kann man wunderbar sehen. Ne? Je nachdem, was für eine Qualität an Mehl ihr verwendet habt, wird der jetzt auch noch so ein bisschen nachziehen. Ja, aber ich finde meinen Teig hier eigentlich schon ganz geil. Also ja, den werden wir jetzt nehmen. Ich spüle jetzt einmal meine Pfanne aus, weil da ist noch ganz viel Zucker drin und ich möchte nicht, dass der mir anbrennt. Der Kaffee ist so geil. So, hört an. Ich habe wirklich nur einen Hauch Butter da reingetan. Ich habe eine beschichtete Pfanne, mit der kann man das wunderbar machen. Die letzten Male habe ich halt das Obst erst drin gehabt und habe dann da den Teig drauf gegossen. Diesmal machen wir das halt ein bisschen anders. Jetzt lassen wir das Ganze hier ein bisschen heiß werden. So, jetzt kommt mein kleiner Trick, den ich mir überlegt habe. Ich tue da jetzt ein bisschen was von meinem Teig rein. Den lassen wir jetzt so ein bisschen anziehen, aber halt nur ein bisschen, so dass unsere Birne, die ich jetzt hier hineintun werde, nicht ganz durchfällt bis auf den Boden. Jetzt verteile ich hier so ein bisschen meine Birne drin. Na, ob das so aufgeht, wie ich mir das vorgestellt habe, das lassen wir mal. Hallo, du Wespe, kannst du mal nach Hause gehen? Hier gibt es heute nichts für dich. Birne ist nichts für dich. Doch, Birne ist was für dich, aber nicht bei mir hier heute. Tschüss. So. Hallo. Wiedersehen. Habasala, ich habe ein Messer in der Hand. Wird rausgeschnitten. Jetzt können Sie sehen, Birne ist drin. Das ist hier schon wunderbar am vor sich hinköcheln. Jetzt füllen wir das zu Ende auf mit dem Teig. Alles da drauf. Wunderbar. Ich glaube, ich kann schon fast losrennen und den zweiten Kaffee kochen. Nein, kann ich nicht. Muss ja hier erstmal was werden. So. Schön rumgesaut. Hier wieder alles vollgekleckert. Klasse. Frank, du bist ein Held. Jetzt kommt da der Deckel oben drauf und dann geht das sofort weiter. So, es sind jetzt ungefähr 22, 23 Minuten um. Und wir nehmen mal hier den Deckel ab. Und was sehen wir? Einen wunderschönen Kuchen, der hier oben noch nicht so fest ist. Hier ist er schon schön fest. Ich gebe dem jetzt noch mal 2 Minuten und dann drehen wir den mal um. Das sieht doch richtig geil aus, oder? Ich nehme jetzt mal mein Brett und werde wieder dieses Kunststück vollbringen, den da drauf zu packen. 3, 2, 1, go. So, mal kurz gucken. Zauber, Zauber, Zauber. Ja, boah. Das sieht doch richtig geil aus. Ich bin begeistert. Wahnsinn. Was der jetzt wohl fluffig ist. So, jetzt habe ich da wieder doch ein bisschen Puderzucker drüber gemacht. Das sieht dann immer so ein bisschen winterlich aus. Nein, Scherz beiseite. Aber ich finde, das sieht irgendwie ganz gut aus. Und ich nehme jetzt mal mein großes, scharfes Messer und werde den jetzt einfach mal vierteln. Und dann kann ich euch zeigen, wie fluffig der geworden ist. Also, go. Dann schneiden wir den mal jetzt auf. Oh, ist das geil. Und es lässt sich gut schneiden. Keine Kleberei. Ein Zeichen dafür, dass unser Teig auch schön durch ist. Während ich das hier
gerade mache, könntet ihr ja schnell mir einen Daumen nach oben geben, wenn euch das gefallen hat. Und solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, guckt euch das an. Ist das nicht geil? Aber trotzdem, solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, abonniert uns. Das bringt uns echt weiter, beziehungsweise halt mich weiter. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Es sagen tschüss, der Frank vom Foodblog hamburg.de. Ciao, ciao.